Das ist das Zugpferd der Herzfeld Museumsbahn. Lok 12, gebaut in der Maschinenfabrik Esslingen anno 1913. Neresheim ist der Ausgangspunkt der Museumsbahn. Neresheim mit der berühmten Benediktinerabtei. Lok 12 und ihre Wagen vom Ende des vorvorigen Jahrhunderts fahren am Wagenpark der Herzfeld Museumsbahn vorbei. Hier finden sich Fahrzeuge, die entweder immer schon hier Dienst taten oder die baugleiche Geschwister haben. Und hier Lok 11, sie wartet auf eine Aufarbeitung, die Schwesterlok unserer Zugmaschine. Vor den Eisenbahnfreunden liegt noch viel, viel Arbeit, aber unterhalb der Abtei von Neresheim ist schon unendlich viel geschaffen worden in beinahe 40 Jahren. 1901 wurde die Herzfeldbahn von Aalen über Neresheim nach Dillingen eröffnet. Und 71 Jahre später erfolgte die Stilllegung. Aber viele Eisenbahnfreunde wie Werner Kuhn hier haben alles daran gesetzt, um die Herzfeldbahn wieder auferstehen zu lassen. Es war ein steiniger Weg, aber die Eisenbahnfreunde haben durchgehalten. Sie haben die Lok 12 wieder auf die Beine gestellt und anno 2001 war es soweit, dass die ersten knapp 3 Kilometer wieder aufgebaut waren. Endpunkt Segmühle. Das ist die Station, wo unser Zug den ersten Halt hat. Aber nicht lange und gleich wird es spannend. Für beinahe alle Mitreisenden ist es nämlich die Premiere auf dem neu erbauten Streckenstück Richtung Herzfeldsee. Für den Verein und seine engagierten Mitglieder war es eine ziemliche Geduldsprobe. Schließlich dauerte es knapp 2 Jahrzehnte, bis dieses Ziel endlich erreicht worden ist. Die Ankunft am Herzfeldsee. Nun kann alle Kraft in die 3. Ausbaustufe gelegt werden, auf die gut 2 Kilometer bis zum Endbahnhof Dischingen. Aber jetzt genießen es erstmal alle gemeinsam, dass die große Anstrengung endlich belohnt worden ist. Lok 12 setzt nun mit ihrem Zug zurück für eine Scheineinfahrt in den Bahnhof Katzenstein. Die muss ich euch als Video leider vorenthalten, weil ich noch Motive, sprich Fotos, für den neuen Eisenbahnromantik-Kalender benötige. Das Motiv der dampfenden Lok 12 gehört dazu. Deshalb verabschiede ich mich von der Herzfeldbahn und von euch mit diesem Bild. Und tschüss.